Niemand da, immer noch nicht, ne? Aber Yenda ist da und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Ob die hier ein richtiges Haus haben oder ob die da pennen? Bin nämlich gerade gewillt, die zu suchen. Die müssen doch irgendwo sein. Würden die da pennen, hätten wir die doch angetroffen, wenn... Ja. Oder als wir da hinten waren, bei Tag und ja, haben wir im Lager geguckt und beim Schmiedofen war nichts los. Ja. Aber jetzt auch jedes Haus abklappern. Hier wird es losgehen. Ich glaube, ich werde es mal versuchen. Andere Möglichkeiten habe ich gerade nicht, wenn ich da weiterkommen will. Taschen so abgegrabbelt schon oder wie auf einmal? Einmal, weil Faustkämpfe, oder wie? Das machen wir aber ohne den Strauchdiebtrunk. Stabjacke an, Kampesson ist am Arsch. Und das weg, und das weg, und das weg. Geräusche 2. Auffälligkeit 85. Toll. War hier der Gerber zu Hause? Nee, der war hier, ne? Beim Gerber brauchen wir ja nicht gucken. Und hier ist bloß... noch so ein kleiner Stall und dahinter ist nichts. Dann fangen wir beim Nebenhaus an. Bisschen wieder zu schwer, sehe ich gerade. Und zwar deutlich wegen der Steppjacke und der Schuhe. Die Steppjacke 4. Aber ich habe gerade nichts zum Ablegen, außer ich lege was ab, was wir... Komm. Wobei, das bringt's noch nicht. Satteltasche. Und ansonsten, von was haben wir denn gerade ganz viel? Vielleicht Pfeile? Könnte sein. Na, wobei, so viel habe ich jetzt nicht aufgenommen. Ein paar schon, aber nicht so viele. Minz? Ich habe da nicht so genau nachgeguckt, als wir die abgegeben haben. Oder habe ich damals noch gar nicht so lange her, als wir die Kräuter abgegeben haben nach der großen Sammelei, habe ich dann nicht nachgeguckt nach Sonstiges und Anzahl? Offenbar nicht, oder wie? Ich lege davon jetzt auf jeden Fall welche in die Satteltasche. Jetzt passt es locker. So, also hier ist der Gerber zu Hause. Dann probieren wir es gleich mal hier. Bei dem Haus waren wir auch schon mal, als wir groß rumgefragt haben. Sehr leicht. Da ist eine Flamme. Okay, das ist in der Wohnung, in dem Haus. Nö. Vielleicht gucken, wer hier pennt und dann dementsprechend einfach mal die Truhen dann durchsuchen. Wenn hier gar keiner pennt, der hier Schmied heißt, dann gucke ich da auch nicht. Mit Licht an. Wenn, dann wird es irgendwo eine Truhe sein, nicht in so einem einfachen Regal. Das ist bloß die Vorratskammer. Es wird sich keiner einsperren, der hier pennt in so einem Raum. Außer er ist paranoid oder nur besonders vorsichtig. Warum ist hier eigentlich so viel Licht drin? Ich will zumachen, um Licht anzumachen. Wobei, vorhin hat es mich auch nicht interessiert. Hier wird halt auch nichts sein. Das ist halt bloß so eine Vorratskammer. Warum haben die zwei Vorratskammern? Komisch. Das kann was werden.
Wenn wir hier so lange suchen, bis wir was finden. Hier werden die bestimmt drin pennen. Hier ist nämlich offen. Ich guck mal erst, wer hier überhaupt pennt. Das ist doch eine Truhe, keine Bank. Die Betty. Die wohnt hier alleine. Die macht ja Lärm. Die soll doch bloß pennen. Ob die mit den Schmieden zusammen ist? Ich guck da jetzt rein. Ich habe ein klares Ziel vor Augen. Ich will hier vorankommen. Ich will hier was erreichen. Frauenschlappen. Die wohnt hier alleine. Dann weiter schlafen. Das ist schon fies. Oh Mann. Aber ich will hier auch nicht die Waffen auf dem Hals. Die Wachen auf den Hals gehetzt bekommen. Da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Das hier ist eher so eine Art Stall. Hier pennt hoffentlich auch keiner, oder? Auf den wir jetzt treten. Radieschen. Mhm. Hier ist viel zu hell für meinen Geschmack. Ein Schweinchen. Nicht, dass die sich ein Grundstück teilen, die Gerber, aber ich glaube, hier ist bloß seine Butz. Da gehe ich jetzt nicht rein, weil das ist offensichtlich der Gerber. Gucken, ob der uns hier wahrnimmt. Ich glaube, der geht hier rechts rum. Naja, vielleicht auch nicht. Kurzfristig anders überlegt. Jetzt bleibt er da stehen, ey. Jetzt huschen wir mal über die Wiese. Ein Nest. Hol ich mir jetzt nicht. Also hier war das Schwein. Ich werde jetzt aber nicht hier 3 Folgen die Häuser durchsuchen. Habe ich zumindest jetzt nicht vor. Aber vielleicht haben wir Glück und wir treffen bald auf das richtige Haus. Wenn die überhaupt ein Haus haben. Ziemlich offen hinter uns. Man könnte uns leicht an der Tür sehen. Da pennt keiner. Da ebenso nicht. Das sind bloß Fässer. Was? Brot. Was hängt denn hier eine Schnur? Das ist keine Schnur. Das sieht doch komisch aus. Das geht sogar über unsere Hand. Das ist eine Falle, oder? Grafikfehler. Hier gucke ich nicht nach, wenn, dann in einer Truhe. Hier wird drin gepennt. Wenn überhaupt. Ja. Wer bist du? Jan Pfeiffer. Du hast es verdient. Du hast uns nicht verraten, wo die Schmiede sind. Als wir dir mehrmals draußen begegnet sind. Ich will da jetzt reingucken. Ganz Dorf wird am Ende dann, was heißt Dorf, ganz Tarnberg wird dann schlecht gepennt haben, wenn wir hier durch sind. Tür bleibt offen. Das
Mit den Schatten sieht er aus. Auf einmal regnet es, aber so schlagartig, toll. Wer ist denn hier zu Hause, ne? Erstmal reinspazieren, ohne groß zu gucken. Auch gut. Hier ist niemand zu Hause? Vielleicht ist er gerade auf Klo und kommt gleich hier in den Raum. Auf so einer Bank pennen ist aber auch blöd. Und das über mehrere Tage. Vorräte? Nicht ganz. Spinnnetz. Ich habe ein Spinnnetz geklaut, wenn ich dafür dran ein paar dran kriege. Geil, wir haben ein Spinnnetz. Es hat sich schon gelohnt. Es ist nur ein Spinnnetz. Aber es hat sich gelohnt. Super. Wir haben jemand ein Spinnnetz aus der Truhe geprüft. Aus der Truhe ausgeprüft. Ich weiß es nicht. Das ist ja geklaut. Da sind deine Fingerabdrücke dran. Du warst das. Nein. Das muss mir jemand in die Tasche gesteckt haben. Nee, das machen wir jetzt nicht. Das ist bloß ein dickes Feuerchen. Aber die sind auch ziemlich abgeschieden. Da kann man relativ einfach oder ohne große Bedenken an die Tür gehen. In der Hoffnung, es kommt keiner aus dem blöden Winkel dazu, hier auf die Tür zu blicken. Wieso ist denn das hier drin so dunkel? Okay, da werden sie pennen. Sehr leicht. Okay. Oh. Aber eine leichte Truhe. Ich lasse Licht mal an. Geht ja ganz schnell. Ist aber halt ein böseres Symbol. Tür bleibt offen, weil nichts drin war. Drin war Licht. Haben wir das da reingemacht? Ich glaube, wir haben da reingeschienen. Da gucke ich nicht ins Regal. Oh, hier wohnt eine Wache. Okay. Ne, hier ist auch so eine Linie. Hat er im Schlaf böse Kniffe drauf und haut uns noch um, währenddessen wir ihn umhauen. Nee, 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 nee. Da spiele ich nicht mit. Hier liegt keiner, ist bloß so ein Schuppen. Aber eine Truhe ist hier. Einfach mal reingucken. Leicht verdiente Erfahrungspunkte. Cool. 5 Stück. Es wird wieder hell, so langsam. Übers Wasser. Platsch rein. Toll. Beim Jäger brauchen wir auch nicht gucken. Komm, Heinrich, hier hoch mit dir. Hatten wir das Haus schon?
Hier ist eher so eine Hühnerfarm mit Schweinen. Und hier ist der Wirt, ne? Noch nicht. Keiner hinter uns, hier können wir ran. Wir steigen gleich noch. Was macht der da? Das ist ein Wächter. Okay. Guckt sein Wächterfreund an, oder wie? Ich dachte jetzt, der will den umbringen. Da müssen wir einschreiten. Musste jetzt zur Nachtwache und deswegen stand er da. Zum Glück hat er uns nicht angeguckt beim Reingehen. Keine Ahnung. Ist aber echt interessant, auf was man hier so für Gestalten trifft. Hier ist keine Tür. Das ist der Hinterhof, der Garten. Was liegt denn hier? Äpfel. Mist, hier kommt man nicht rum. Hier ist das blöde Haus mit so viel Licht. Das ist auch die Schenke. Jetzt bin ich mir gerade unsicher, ob wir das Haus hier vorne hatten. Das ist nah an der Brücke. Platsch, platsch. Wenn die Tür zu ist, dann ist es doch eindeutig, oder? Hier waren wir noch nicht. So langsam geht die Sonne auf. Oh, oh. Mhm, das ist ja auch so ein Strich, so ein, ja. Dann sind hier ja wieder Fässer, genau. Oder wurde hier bloß wieder zugemacht und wir waren hier schon drin? Nee, glaube ich nicht. Da hinten pennt jemand. Und der pennt wirklich. Der wurde nicht umgehauen. Okay. Der Pfeifer. Aber die Tür ist wieder verschlossen. Der hat sich auch wieder richtig hingelegt. Der ist dann wieder wach geworden. Aber ist der hier nochmal raus? Verstehe ich nicht. Naja. Jetzt sind wir hier fast halb Tarnberg. Haben wir schon durch. Wir haben die nicht gefunden, weil die vielleicht gar nicht hier... Ich bin hier beim Wirtshaus. Hm. Hier können wir angeln. Könnten wir. Oh, hier waren wir schon. Warum ist die Tür hier offen? Wohnt hier ein Wächter, der seine Tür nicht zugemacht hat? Hier geht's echt etwas komisch zu. Da stehen Leute vor schlafenden Leuten. Da sind Türen offen. Da sind Türen wieder zu, nachdem wir jemanden erst umgehauen haben. Hm. Hier waren wir ja noch nicht. Eine leichte Truhe. Die haben gar nichts so Schweres. Also nicht mal schwer. Kommt dann vielleicht in der Burg. Hm, auch nichts. Oh, Spinnnetz. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, finde ich. Auf der Suche nach Bruchstücken vom Schwert von Saba. Eigentlich nach den Schmieden. Na, eigentlich schon nach den Stücken. Aber wir finden haufenweise Spinnnetze. Nämlich schon 2 Haufen. Wieso lagern die Leute sowas? Wollen die auch was brauen? Ein Spinnnetz für alle Fälle oder wie? Oh, guten Tag, hier ist eine schöne Brücke. Kann man drüber laufen. Und springen. Nein! Oh, naja, jetzt ist sie hinterher. Ich will noch mindestens ein Spinnnetz. Ziemlich kleiner gelber Punkt, aber hey. Kein Risiko, kein Spaß. Erst mal gucken, ob der pennt. Der pennt. Eigentlich erst umhauen. Aber wir sind so leise, wir wurden noch nicht mal ansatzweise erwischt. Kein Spinnnetz. Schafsleder.
Ein Wächter. Der hat da hinten bestimmt ein Spinnennetz in seiner Truhe. Er wacht auf und seine Haustür ist offen. Das ist bestimmt auch ein cooles Gefühl, wenn du wissen musst, dass jemand nachts bei dir war. Oder dass du mitrechnen musst, dass da jemand da war. Ich glaube, wir finden die hier nicht mehr. Gut, bis die herumlaufen, die meisten, dauert sowieso noch, aber jetzt haben wir schon so viele Häuser abgegrast. Pass mal auf, am Ende haben wir Glück und die stehen dann einfach am nächsten Tag wieder an Ort und Arbeitsstelle. Bis dahin schnappen wir uns aber noch ein Spinnennetz. Keine zu Hause, vielleicht wohnt hier ein Wächter, das kann ja auch sein, dass der einfach gerade Schicht hat, deswegen ist das Haus verlassen, das kann sogar sehr gut sein. Aber auch schön, dass die ein eigenes Zuhause haben und dementsprechend dann das Haus auch mal leer sein kann. Kleid und Schutz, hier muss doch irgendein Mädel wohnen, oder hat jemand eine ganz besondere Vorliebe? Spinnen? Jawohl. Hab bestimmt schon zwei, drei übersehen, weil ich da erstmal gar kein Auge für hatte. Komm, die müssen doch noch ein zweites Spinnennetz zu Hause haben. Spinnennetz am Regal klebend? Nein, sauberes Regal. Guck ich mir nicht weiter an. Kleiner gelber Punkt, wird immer größer. Oh. Bitte mit Ruhe. Toll, Käfige. Spinnennetz dabei. Ich habe das Brot mitgenommen. Das ist bloß aus dem Regal gefallen. Oder wir essen es gleich, 79. Ich wollte eigentlich ins Regal gucken. Was? Wir legen das Brot wieder rein, genau. Hoffentlich erkennt man das im Magen nicht mehr als Brot, was wir mitgenommen haben. Die Äpfel können wir jetzt auch knicken. Die Türen bleiben offen. Hier ist wieder die Schenke. Ich guck mal, ob ich hier die Schmiedleute schlafen sehe. Schloss. Was? Hä? Ach hier. Die Musik ist wieder schön, weil wir in der Schenke sind. Spinnennetz. Mann. Hier dürfen wir auch rein, weil hier auch unsere Schlafstätte ist. Das wäre es, wenn die neben unserem Bett pennen würden. Oder vielleicht sogar drin. Keiner bei uns. Ist echt schön verwinkelt, wie wir unsere Ecke haben mit Bett und Ruhe. Das gefällt mir richtig hier bei dieser Schenke. Erstmal ein paar Kniebeugen hier am frühen Morgen im Regen. So. Strecken. Oh, so ein schöner Tag. Mal die Jungs wecken. Ein Burger. Der Wirt. Hier ist das Wirtshaus. Und hier ist keine Truhe. Da sitzt noch die andere. Fegt bestimmt noch draußen bei Regen. Ich will mal reingucken. Ich brauche noch mindestens ein Spinnennetz. Jawohl, neues Sternchen, also Spezialisierungspunkt.
habe gar nicht geguckt da oben. Hier ist das ganze Futter drin und kein Spinnnetz bei der Essensgeschichte. Hoffentlich steht er nicht gerade auf. Gas geben. Jetzt sind wir Stufe 15. Mit Trank hätten wir dann Spinnnetz. Scheiße, habe alles mitgenommen. Man nicht das anzeigen lassen kann, was man gerade oder was man generell schon nur mitgenommen hat. Ich habe einen Gambeson, war das meines? Das war doch der kaputte. Boah, was mache ich denn jetzt? Ich gehe ja weg. Ich gehe jetzt zu unserer Truhe. Da kommt das rein. Nein, überladen. Ich lege das in die Truhe. Gar nicht mal so blöd, oder? Wobei, wenn das jemand sieht, dass wir das machen. Ich lege das lieber in unsere Truhe. Mist. Aber jetzt ist genug. Am Ende geht es noch schief. Wir sind hier bisher sehr gut durchgekommen. Das müssen wir jetzt nicht übertreiben. Ich hätte beinahe unseren Gambeson abgegeben. Ich habe mich schon gewundert, warum liegt da ein Gambeson bei dem Wirt oder bei dem Burger drin. Kann auch nicht wahr sein. Und dann noch der Sächsische. Das kam mir verdächtig vor. Aber wenn es ein paar Spinnnetze, das ist schön. Und einen Spezialisierungspunkt haben wir auch erhalten. Dunkler Sächsischer Gambeson. Hasenfleisch. Einfach nur kaputt. Kommt jetzt weg. Achso, mir fällt ja gerade ein. Wir haben ja noch ein paar Bären. Die sind jetzt bei Yenda, aber hey. Holen wir einfach von hier. Die Musik wieder. Ich bin ruhig. Bei dem Spinnnetz lasse ich es drauf ankommen, im Fall der Fälle. Wobei, wenn, dann sollte ich es eher ganz oder gar nicht machen, ne? Drei ohne Zeichen, eins mit? Verstehe ich nicht. Ich leg's erstmal ab. Mich auch gleich wieder um. Inventar. Rüstung, Steppjacke, so, edle, kurzes Kettenhemd, gepolstert. Magdeburger, Nürnberger Panzer und Silberring. Übrig bleiben die Leisetreter und die Steppjacke. Wobei, ich lasse das bei Yenda, weil dann... Bei nächster Gelegenheit, also die Sachen, die kann ich ja dann bei nächster Gelegenheit wieder verkaufen. Da, Minze. Minze verschieben, 72. Schon sind wir eine ganze Ecke leichter. Klein Vieh in viel macht dann auch viel Mist. So viele Verbände, ey. Die habe ich mir... Wo habe ich die denn alle her? Die muss ich auch nicht bei Yenda abgeben, wenn wir bluten sollten. Das kommt jetzt nicht so oft vor. Wir haben dann immer noch 20. Die Triche brauche ich eigentlich auch nicht so viele. So viele brechen gar nicht mehr ab. Wenn, dann weiß ich aber, welche sind, wenn ich groß auf Streife gehen will. Mohnblume 17. 158, das ist ja nix. Ha. Gut. So, lassen wir's. Entschuldigung, lieber Wirt oder Bürger, der da drüben gepennt hat, aber ich wollte gar nicht alles mitnehmen. Ist mir alles um die Tasche geflogen. Oh, der Sensenmann hätte schon sein Werkzeug hier. Jojo, er stellt sich unter, weil er nicht nass werden will. Wir sind da anders. Oh, was ist hier los? Schade, nicht erfolgreich gewesen. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal was anderes. Wobei, Moment.
Für den Fall der Fälle, dass das Spiel jetzt ganz lustig sein wird, gehen wir jetzt nochmal hinten zur Schmiedegeschichte und gucken, ob die jetzt da sind. Ob die jetzt da sind. Warum rennst du? Weil es nass ist. Du bist doch dieser Pfeifer, oder? Könnt ihr mal fragen, wie er so geschlafen hat. Geht weiterhin bloß stehlen. Besteht er. Vielleicht sind die heute wirklich mal bei Arbeit, weil man sich da unterstellen kann bei der Arbeit. Das wäre es ja. Ich gucke einfach. Die Pferde stehen auch bei diesem Wetter mitten auf dem Platz. Jetzt kommt hier wieder so Schleichmusik. Hat sich keiner versteckt. Der will bloß, weil es regnet, schnell zu seiner Arbeit, oder? Wir könnten ihn stellen. Sind wir jetzt bereit für diese schwere Truhe? Wären wir bereit? Ja, hoffentlich geht das gut. Jetzt gucken alle zu. Der Regen ist so laut, das würde man gar nicht bis rüber hören. Jetzt hat er aufgehört, genau jetzt. Nix. Groschen, Tausender. Okay. Kein Spinnnetz. Wir können jetzt schwere Truhen knacken. Einfach so. Vielleicht haben die jetzt was reingetan. Nö. Es war ein Versuch wert und wir haben einen Punkt verdient. Spielerfertigkeiten, Schlösser knacken. Bei Stufe 18 gibt es den nächsten, oder? Ja. Schlosser könnten wir werden. Nachdem du erfolgreich ein Schloss geknackt hast, besteht eine Chance von 20% zu Bruch gegangene Dietriche wieder. Beim Öffnen geht's kaputt. Das Dietrich-Ding. Naja. Betrunken, besser knacken. Nö, wenn dir ein Dietrich abbricht, mit einer Chance von 10%, dass das Ding trotzdem aufgeht. Bei leichten Schlössern sogar höher. Bei schweren Schlössern jedoch geringer. Du knackst einfache Schlösser automatisch. Jetzt gibt's nichts mehr, was ich haben will. Zumindest nicht zwingend. Wollen wir das machen? Nee. Ist mir irgendwie zu einfach dann. So besteht vielleicht immer noch die Chance, dass es bei einem leichten Schloss ziemlich blamabel ausgehen kann. Betrunken? Nee. Dietrich abbricht. 10% Chance, dass es aufgeht. Machen wir das. Okay. Warum die nicht zur Arbeit kommen? Gute Frage. Leben die gar nicht mehr. Und ich den schon wieder so da. Echt seltsam, echt seltsam. Ja. Geht's noch zum Herrn Robert und sag hier, wir haben ganz viele Kumanen abgeschlachtet. Das musst du uns glauben. Für hier wohnen mehr Wächter als andere Leute. Andere Leute. Dass sie da verhauen will? Der Radim? Hey, wir sind mal wieder da. Was sagst du dazu? Wie geht's? Gut, danke der Nachfrage. Er will uns das nicht glauben. Oh, das Rataya-Turnier beginnt dann morgen. Morgen findet es statt. Na, da haben wir doch wieder eine Aufgabe. Eine ganz besondere, nachdem das jetzt so nicht gut ging. Ja. Das ist ein guter Übergang. Und nach dem Rataya-Turnier nehmen wir uns einfach eine andere Aufgabe an. Vielleicht hier mit dem Läusel und
Geist und ja, Apotheke. Wie der auftaucht. Ich glaube, der hat gerade Kniebeuge gemacht. Ja! Gut, 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 gut. Dann holen wir uns den hoffentlich dritten Sieg. Und mal gucken, was wir dann bekommen. Kyras. Oder ein Schwert? Ich glaube, ein Schwert, wenn überhaupt. Dann zum Schluss. Ja. Vielleicht ein Helm. Vielleicht Leiparkettenbeinlinge. Mal schauen. Ja, ich laufe gerade gleich. Der Weg ist komplett unbekannt. Der kommt mir spanisch vor. Sollte jetzt nicht im Weg kommen. Hier ist ein Brunnen. Wenn da mal nicht was drin ist. Außer Stein und Wasser. Ach, gar nicht mehr so tief. Weißt du, wo bin ich denn jetzt lang? Hier ist der Weg wieder weg. Hier schläft jemand. Ist das der Weg? Ich laufe jetzt einfach mal hier entlang. Ich glaube, das ist der. Ja. Ja. Minimal falsch abgewogen, aber wieder zurückgefunden. Schöne Kurve. Ob hier oben wieder ein Kumane lauert? Hier so? Offenbar nicht. Ich sag's noch. Da habe ich jetzt aber keine Lust drauf. Nach der ganzen Heimlichkeit und Schlösserknackerei wäre das eine ganz gute Abwechslung, aber ich will jetzt zumindest noch nach Rataikon, damit wir uns schon mal eintragen können für morgen. Schon mal vormerken. Der Sieger der letzten beiden Turniere steht bereit, tritt an für die Titelverteidigung. Ah, wir müssen noch früher bei Peschek wetten, der verliert doch immer so gerne Geld. Oh, Peschek und Groschen. Guck, wie viele er mittlerweile hat. Ja. Moment. Ein Händler. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Wo soll's hingehen? Nach Uschitze. Ich muss zum Vogt. Viel Spaß. Moment, Norden durch den Wald. Wald ist aber auch schwierig für ihn. Könnte er einem Hinterhalt auflauern. Aber Uschitze nach Osten... Nee, da ist kein Wirtshaus. Wenn wir nach Uschitze reisen, dann gehen wir halt an Neuhof geradeaus vorbei und dann am Wald entlang bei den Köhlern da hinten. Gib mir einen Blick, ich sehe mich kurz um. Augenblick, Blick, Blick. Da bin ich selbst über... Danke. Gott behüte Danke. Dich. Schön, dass man die Gelegenheit hat, nachzuschauen. Aber ein Wirtshaus, Osten ist Quatsch, das geht nach Samopechen. Hier oben ist kein Wirtshaus, genau. Nach Norden. Wie schon vermutet, jetzt ganz sicher. Wo soll's hingehen? Nach Uschitze. Ich geb dir auch uns ein Bruchstück vom Saberschwert. Du musst nach Norden, durch den Wald. Ah, hab vielen Dank. Auf bald. Tschüss, guten Weg. Wir haben einfach mal geholfen beim Wegfinden. Ist doch nett, oder? Ich finde, das ist eine tolle kleine Nebengeschichte. Ja. Aber wirklich sehr, sehr klein. Aber wir konnten weiterhelfen. Das freut mich. Hat mir irgendwie keine Ruhe gelassen, weil das war... Das sah jetzt nicht aus wie so ein Wanderer. Das sah halt aus wie eher ein Händler. Und da wollte ich zumindest mal fragen, was ist denn los? Sich jetzt zwar nicht in dem Sinne gelohnt, aber eine gute Tat.
Gut, wir haben schon viele gute Taten heute gemacht. Wir haben ganz viele Schlösser geprüft. Und wir haben sogar die Truhen sauber gemacht. Wir haben die Spinnnetze daraus gefischt. Ey, das muss extra... Wir müssen nochmal hingehen und sagen, hier, das hat extra gekostet. Also prüfen und dann noch sauber machen. Puh, das kostet gleich dreimal so viel. Schön, wieder Turnier. Gucken, ob der Finalkampf, der zweite Kampf, dann werden wir überhaupt dahin kommen. Ob der dann, bevor noch eine Angriffsfolge lernen? Gar keine so blöde Idee. Bitte, Achtung. Jetzt müsst ihr runterfallen, weil wir uns gedreht haben. Kleine Planänderung. Wir werden... Ich guck dir mal in der nächsten Folge, ob wir... uns das schon beigebracht haben, diese Kombination. Oder ob wir dafür noch einen Punkt brauchen. Aber wie gesagt, gucken wir in der nächsten Folge nach. Und wenn wir das machen können, dann üben wir die Kombination hier gleich mal, diese Viererabfolge. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.